Herzlich willkommen im Astronomiemuseum mit einer kleinen Story aus der Geschichte der Sternwarte Sonneberg. Und zwar geht es heute um Sternbilder und die berühmten veränderlichen Sterne, die der Gründer der Sternwarte Sonneberg, Kuno Hoffmeister, zuhauf entdeckt hat. Insgesamt in seinem Leben fast 10.000 Stück. Das ist der Weltrekord in der Vorcomputer-Ära. In diesem Bild sehen wir Kuno Hoffmeister als jungen Mann in der sogenannten Hofsternwarte. Das ist also im Hofe seines Elternhauses. Dort hat er beobachtet, bevor die Sternwarte auf dem Berg, auf dem Erbesbühl in Neufang errichtet wurde. Und schon damals war Hoffmeister so fleißig als Beobachter und als Entdecker veränderlicher Sterne, dass er recht bald im nationalen und internationalen Raum bekannt war. In dieser Zeit fällt das Problem der Benennung der veränderlichen Sterne. Und zwar folgendes. Ich habe hier mal ein Bild des nördlichen Sternhimmels gezeigt. Wir sehen also hier den großen Wagen als Teil des Sternbilds Großer Bär. Bekannt ist, wenn man die beiden Kastensterne nimmt, fünfmal verlängert, kommt man hier zum Polarstern. Da schließt sich die Sternkette des kleinen Wagens an. Ja, und stellen wir vor, Kuno Hoffmeister hätte diesen Stern hier, der so gerade dazwischen liegt, als veränderlich entdeckt. Die Frage ist jetzt, gehört dieser Stern zum Sternbild Großer Bär oder Kleiner Bär? Ja, und jetzt stellt sich die Frage, gehört dieser Stern zu dem Sternbild oder zu diesem Sternbild? Denn die Bezeichnung der veränderlichen Sterne richtet sich immer nach dem Sternbild der Gegend, in der dieser Stern eben als veränderlich gefunden wurde. Ja, und zu dieser Zeit, 1922, also Anfang der 20er Jahre, also vor ungefähr 100 Jahren, war diese Abgrenzung der Sternbilder voneinander noch überhaupt nicht so klar, also jedenfalls nicht genau definiert. Und die Sache ging sogar noch weiter. Auch die Sternbilder selber waren immer mal wieder Veränderungen unterworfen. Nun ist klar, Sternbilder kommen aus verschiedenen Kulturkreisen. Und die Sternbilder, die wir kennen, entstammen der griechischen Antike vorwiegend, die Sternnamen dem arabischen Raum. Aber auch gerade die Sternbilder am Südhimmel waren ja damals praktisch erst wenige Jahrhunderte vorher entdeckt worden, in gewissem Sinne durch die Seefahrer. Und man musste sich also festlegen, wenn man dort einen Stern entdeckt, wozu gehört er? Ja, 1922 hat der amerikanische Astronom Henry Norris Russell dafür gesorgt, dass man sich da endlich mal festlegt im Rahmen der Internationalen Astronomischen Union. Und drei Jahre später wurde der belgische Astronom Jean-Joseph Delporte damit beauftragt, die genauen Grenzen festzulegen. Das heißt, in dieser Zeit war es möglich, die genaue Festlegung der Sternbilder noch ein bisschen zu beeinflussen. Und diese Chance, dachte sich Hoffmeister, nutzt er und bringt gewissermaßen als Lokalpatriot zwei Vorschläge in die internationale Fachwelt ein. Und zwar zum einen, wir haben hier als Beispiel die Sternengruppe der Andromeda und des Pegasus. Wer es nicht erkennt, hier als Hilfestellung, also dieser große Kasten hier am Himmel ist also mit diesen Ausläufern, soll also das geflügelte Pferd darstellen, irgendwie auf dem Kopf fliegend in dieser Darstellung. Und hier danach schließt sich die Andromeda an, also eine hübsche Frau. Wer kann sich das schon vorstellen? Und aus diesem Grund sagte Hoffmeister sich, Mensch, wenn wir jetzt schon etwas ändern können, dann schlage ich vor die Sonneberger Bratwurst. Die passt nämlich hervorragend. Hier haben wir also das Brötchen, was sozusagen den Kasten ausmacht vom Pegasus. Und dieser ganze Sternbogen, sieht eigentlich aus wie eine Bratwurst. Das kann man sich viel, viel besser vorstellen. Und wer will, kann auch noch hier den kleinen Andromedanebel als kleinen Senfklecks dazu nehmen. Das für alle, die nicht aus Sonneberg kommen. Ja, seine Vorschläge gingen sogar noch weiter, nämlich Hoffmeister als Pazifist schlug vor, dass man das Sternbild Orion, was man ja gemeinhin als einen Krieger darstellt, als einen Kämpfer, der also mit Keule und Schild bewaffnet, da am Himmel steht, stattdessen einen Teddybären vorzuschlagen. Dieser Teddybär würde sich also auszeichnen als Spielzeug am Himmel, die Bratwurst als ein Lebensmittel am Himmel, also zwei Merkmale von Sternbildern, die es bis dato noch nicht gab. Und Hoffmeister hatte sogar zwei
lateinischen Namen dafür vorgeschlagen, also für die Bratwurst, muss ich mal schauen, Tomaculum Sonnebergiae sollte das heißen und der Teddybär einfach Ursus als Bär in Ergänzung zu den beiden anderen großen Sternbildern. Ja, wie ist die ganze Geschichte ausgegangen? Nun, die Sache mit der Bratwurst ging so aus, dass die Internationale Astronomische Union, die das also durchaus wohlwollend aufnahm, sagte, okay, welche Bratwurst soll es denn sein? Ja, und da fragte Hofmeister dann bei den Fleischereien in Sonneberg nach, welche man nehmen sollte. Und wie das hier so üblich war im Lande, man konnte sich nicht einig werden. Und damit war der Vorschlag vom Tisch. Ähnlich ging es dem Teddybären, dem Ursus. Dort war man sich einig, welche Firma diesen Teddy stellen sollte. Aber man wusste nicht genau, welche Farbe. Das Gelb des typischen Teddybären kam erst später zustande. So verlor sich auch dieser Vorschlag. Ja, wie ging diese Geschichte nun aus mit der Entdeckung dieses Sternes zwischen dem großen und dem kleinen Wagen? Schauen wir uns das nochmal an. Hier haben wir diesen Stern, dem wir jetzt mal vorgeben, dass er entdeckt worden sei als veränderlich. Gehört er dazu oder dazu? Und wenn wir jetzt uns das mal anschauen, wie das heutzutage aufgeteilt ist, dann gehört dieser Stern zum Sternbild Drache. Und so sehen die Grenzen aus zwischen den einzelnen Sternbildern. Das ist also ziemlich verworren teilweise, aber eben mit Rücksicht auf die traditionellen Gebilde der Sternbilder und damit sozusagen irgendwie eine sinnvolle Grenzziehung dazwischen, so betten sich dann die einzelnen Sternbilder ein. Insgesamt gibt es heute 88 Sternbilder, die also vor 100 Jahren festgelegt wurden und bis heute Bestand haben. Und natürlich wissen wir, dass diese Sternbilder mit irgendwelchen Eigenschaften, die darauf zurückzuführen sind, wenn man sie anschaut oder wenn man irgendwann geboren ist, überhaupt nichts zu tun haben. Wer sich das genauer anschauen will, der besucht uns im Astronomiemuseum. Dort haben wir beispielsweise einen Kasten, einen Leuchtkasten mit dem Sternbild Orion dargestellt, was man also so anschauen kann, wie wir es am Himmel sehen und was man auch von der Seite anschauen kann. Und da sieht man, dass diese Sternbilder, die am Himmel scheinbar beieinander stehen, räumlich eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, sondern nur in unserer Fantasie existieren. Ja, und wer natürlich gut aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, an welchem Tag dieses Video online gegangen ist. Bis bald.